Liebe Brüder und Schwestern, probieren Sie es einfach einmal aus und geben Sie im Internet den Begriff Liebe ein. Ich habe es auch getan. Und innerhalb einer halben Sekunde werden x Millionen Erklärungen aufgezeigt zum Thema Liebe. Dinge, die das wahre Leben ausmachen. Liebe, was ist das? Wie Sie die Liebe am Leben erhalten. Liebe, was Sie darüber wissen sollten und so weiter. Im Grunde genommen sind es ganz interessante und logisch klingende Überschriften, aber wenn man einmal näher hinsieht, wird klar, wie absurd auch mit diesem Begriff der Liebe umgegangen wird. Und in unserem Evangelium von heute ist auch viel von Liebe die Rede. Und Jesus gibt uns direkt auch eine ganz klare Richtung vor von der Liebe, von der er spricht. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Ein starker Satz, ja vielleicht sogar auch eine Aufforderung. Bleibt in meiner Liebe, Brüder und Schwestern. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Ja, das kann nur jemand sagen, der weiß, was er sagt. Und der genau weiß, wovon er spricht. Und auch darüber hinaus viel mehr weiß. Und Jesus weiß es. Es geht hier nicht um eine Liebe, die heute da ist und morgen weg ist, gerade so wie der Wind geht. Es geht auch nicht um eine lockere Liaison. Es geht hier um etwas ganz anderes. Es geht um was ganz Grundlegendes. Es geht hier um etwas, was den Menschen in seinem Sein prägen soll, in seiner ganzen Existenz. Um Imago Dei, dem Ziel der Gottesebenbildlichkeit. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie ein Spiegelbild Gottes, Brüder und Schwestern, dieser Satz. Jesus bringt die Liebe, die von Gott kommt, zu uns. Ja, Jesus ist die Liebe Gottes. Und wenn wir auf Jesus schauen, liebe Brüder und Schwestern, dann lässt es sich auch ganz leicht feststellen, dass Jesus nicht nur von der Liebe gesprochen hat und gelehrt hat, sondern dass er ganz davon erfüllt war und ist und somit auch Vorbild für uns geworden ist. Sein ganzes Leben, seine ganze Existenz war erfüllt von der Liebe. Wir können es sehen an seiner Sorge, um die Kranken, um die Krüppel, die Besessenen, die Verlassenen, die Sorge um die Sünder. Er hat aus Liebe Tote wieder ins Leben gerufen. Ja, Jesus war ein Kümmerer. Er hat sich um die Menschen gekümmert, auch durch seine Lehren, weil ihm die Menschen nicht egal waren, sondern weil er sie so liebt, wie er von seinem Vater geliebt wurde. Bis heute. Ja, wo die Liebe ist, da ist auch Lebendigkeit. Da ist auch Leben, Brüder und Schwestern. Und diese Liebe von Jesus ist viel intensiver und prägender als ein plakativ rot gemaltes Herz auf einem Stück Holz. Und diese Liebe von Jesus, die von Gott kommt, die sollen wir in uns tragen und auch weitergeben. Die Liebe muss geteilt werden. Und Jesus fordert uns förmlich dazu auf und auch heraus und verlangt auch von uns allen diese Liebe, aber nicht irgendeine, sondern die wahre Liebe zu teilen. Und er konkretisiert es, wenn er sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Da wissen wir, worum es geht. Jesus möchte, dass wir lieben.
Und ab morgen startet hier bei Radio Horeb der Mariathon. Ein Werk der Liebe. Ein großes Zeichen liebender Menschen, die auf andere schauen und denen das Schicksal anderer Menschen nicht egal ist. Mariathon, ein jährlich wiederkehrender Spendenmarathon zum Aufbau von Radio-Maria-Stationen weltweit in den bisher unterversorgten Ländern. Und Radio Horeb ist ein wesentlicher Eckpfeiler. Radio Horeb ist mit dabei. Der Aufbau von Radio-Maria-Stationen in Nigeria, Malawi, Südsudan und Demokratische Republik Kongo soll finanziell unterstützt werden. Länder, in denen es teilweise nicht gelingt, eine wirtschaftliche und soziale Entwicklung und Fundament weiter aufzubauen. Länder, in denen Armut, Korruption und Gewalt an der Tagesordnung sind. Und Radio Horeb will helfen. Und Radio Horeb ist ein Hoffnungsträger für viele Menschen. Und Radio Horeb liebt die Menschen und gibt die Liebe weiter. Und deshalb der Mariathon. Denn das, was die Menschen dort in Afrika brauchen, das ist Rückhalt und nicht Hinterhalt. Sie brauchen Liebe, die von oben kommt und nicht den Hass. Sie brauchen das befreiende Wort des lebendigen Gottes und keine Unterdrückung. Dafür steht der Mariathon. Dafür steht Radio Horeb, dafür steht Radio Maria, mit allen Zuhörern und Zuschauern, dafür stehen wir. Durch die Hilfe vieler liebender Menschen kann Glaubensvermittlung, Lebenshilfe und Lebensbegleitung zu einer Grundsubstanz fürs tägliche Leben werden, aus der auch die Liebe erwachsen werden kann. Deshalb sind Radiostationen, die diese Werte verkünden, gerade dort und auch bei uns, so wichtig. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt, Brüder und Schwestern. Der Mariathon ist ein aktives Werk der Liebe aus Glaube, Hoffnung und letztlich auch Freude entstehen kann. Am Ende unseres Evangeliums vom heutigen Tag sagt Jesus für uns ein entscheidendes und wichtiges Wort. Er verkündet es gleichsam wie eine Unterschrift, wie ein Siegel. Und dieses Wort kann auch für uns zu einer Aufforderung unserer wahren Liebe zu unserem Nächsten für Afrika werden, die wir teilen. Jesus sagt: Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist. Und damit eure Freude vollkommen wird. Amen.